züchten wir die Kriegsgene aus den Deutschen raus. Wieder mal so ein reißerischer Anfang. Doch lest doch mal Ernest Houghtons Aufsatz Breed War Strains Out of Germans im PM Daily 1943. Dort erklärt Ernest aufgrund der Forschungen seiner Rassenlehre, wie das genau funktionieren könnte. Indem er die Deutschen mit anderen Völkern kreuzt, soll die räuberische Neigung der Deutschen weggezüchtet werden und der Deutsche soll durch eine hohe Geburtenrate leichter zu kontrollieren sein. Ernest war allgemein ein komischer Zeitgenosse. Nach seiner Schullaufbahn in Amerika studierte er Paläoanthropologie, also die Entwicklungsgeschichte der Menschen, und wurde Hochschuldozent. Dort unterrichtete er seine aktuellen Forschungen zum vorher schon genannten Thema Rassenlehre. Berühmt wurden vor allem seine Bücher Up from the Ape und Apes, Man and Morons, die man heute noch auf Amazon kaufen kann. Natürlich wurden alle Forschungsergebnisse von Houghton bereits widerlegt, doch vor ein paar Jahren wurden die Stimmen laut, dass der Houghton-Plan funktioniert hätte. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, 2015 Flüchtlingskrise.